Bonjour und guten Morgen aus Genf. Ja, ich stehe hier am Fuße der Basilika Notre Dame, um ein neues Teilstück unseres Jakobsweges zu beginnen, die Via Gebenensis, die hier von Genf aus bis nach Le Puy-en-Velay führt. Heute machen wir es natürlich nicht so weit. Heute geht es bis hoch zum Col de Montsillon. 25 Kilometer werden es etwa sein und dahin starten wir jetzt. Ach ja, Genf. Viele Orte und Ecken, an denen wir heute vorbeigehen, sind uns noch vom letzten Jahr vertraut. Damals machten wir hier nach der Beendigung unseres Jakobsweges noch 2 Tage Stopp, um die Stadt zu erkunden. Gerne hätte ich mir noch einmal die eine oder andere Sehenswürdigkeit angesehen, aber dafür hatten wir heute keine Zeit. Irgendwann kommen wir ganz sicher noch einmal mit mehr Zeit im Gepäck hierher zurück. Die Kathedrale Saint-Pierre, da hat letztes Jahr unser Pilgerweg ein Ende gefunden. Und jetzt ist es schön, mal wieder an ihr vorbeizukommen. Ja, die ersten Meter wird man hier schön durch die Stadt geführt. Kommt zwar nicht mehr direkt am Jetot vorbei, aber man sieht ihn noch. Ja, war ein sehr schöner Weg bis hierhin. Und was mir auch gut gefallen hat, war da unten, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video hören kann, der Straßenmusikant, der von Sinatra My Way gespielt hat. Manchmal gibt es Zufälle, ist unglaublich. Carouge verdankt seinen Namen einer frühmittelalterlichen Kreuzung, welche sich hier befand. Ja, Carouge. Carouge wird oft als Vorort von Genf vermutet. Das stimmt aber so nicht. Es ist eine eigenständige Gemeinde im Kanton Genf. Ja, bei der Iglise hat man Pech. Die ist völlig eingerüstet. Ich bin eine Runde rumgegangen, dachte, irgendwo findest du vielleicht einen offenen Eingang, aber das war dann mal nicht so. Dafür dieser wunderbare Markt, der soll wohl nur 2-mal in der Woche aufhaben. Da hatten wir Glück, das war mal richtig wieder schön. Gut, wir gehen jetzt hier die Hauptstraße weiter und dann denke ich mal, werden wir den Ort auch bald verlassen. Musik.
Hinter Carouge endet der Trubel der großen Stadt Genf. Ja, jetzt ist es wieder schön ruhig. Das ist das richtige Pilgern. Wer mag, kann von Genf auch bis Carouge mit der Tram oder mit dem Bus fahren. Spart er sich 3-4 Kilometer, aber bei uns war Genf lieber auf den ersten Schritt. So gesehen kam das überhaupt nicht in Frage. Ja, jetzt gucken wir mal. So langsam müsste man sich ja nun der Grenze nähern. Der Jakobsweg verläuft hier auf den letzten Metern durch die Schweiz. Mal wieder deutlich anders als in der Navigation vom Büchlein. Aber ich will da jetzt mal nicht meckern. Er ist erstens gut ausgeschildert und zweitens schattig. Und das ist heute echt nötig. Mann, oh Mann, wo wir da Carouge hochgekommen sind. Das war ja volle Sonne. Und da habe ich echt schon gelitten. Ansonsten bin ich erstaunt, positiv erstaunt, wie schnell ich wieder in den Weg reinfinde. Jetzt war ja ein Jahr Pilgerpause. Ja, bislang, toi toi toi, alles geht gut. Der Rucksack ist auch erträglich, obwohl sehr voll. Aber Julchen, die knabbert ein bisschen. Ja, das war jetzt schön. Da kommst du hier den Berg so ein bisschen hoch in knalliger Sonne und leidest, natürlich. Und dann kriegst du hier so einen schönen Blick auf Genf. Sogar der Jetto war zu sehen. Na, ob es der letzte Blick auf Genf war? Mal schauen. Kommt es her, gehört zur Gemeinde Bardonnay. Der Komplex aus Kirche, Friedhof und Ökonomiegebäude geht auf eine alte Burg des Malteserordens zurück. Dieser Malteserorden hatte sich die Verteidigung der christlichen Werte, die Krankenpflege und die Pilgerfürsorge zur Aufgabe gemacht. Einst war hier sogar ein Pilgerhospiz. Das war ja der berühmte Briefkasten mit dem letzten Schweizer Stempel. Ja, in Charot ist das. Hier wartete eine unerwartete Überraschung, natürlich. Überraschungen sind immer unerwartet. Aber eine sehr schöne. Nämlich ein lieber Gruß von Coralie und Thomas. Ja, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Coralie hat dies Jahr im Allgäu den Jakobsweg begonnen und will gleich bis Santiago durchziehen. Und zu ihrer Verabschiedung hatte sich ihr Freund Thomas bei mir gemeldet, ob ich ihr mal einen Gruß rüber schicke. Habe ich gemacht und seitdem sind wir so ein bisschen in Kontakt. Ja, das Lustige an der Geschichte ist, Coralie schrieb mir immer jetzt in der Schweiz, dass sie oft an uns gedacht haben, wenn sie
an Punkten vorbeigekommen sind, die wir im letzten Jahr durchlaufen sind und da eben oft an uns denken mussten. Nun ist es andersrum. Jetzt laufe ich auf den Spuren von Coralie und denke an sie. Ja, ist schon eine tolle Sache, so ein Jakobsweg. Ja, und schon stehen wir an der Grenze zu Frankreich. Ganz unspektakulär ist hier einfach eine Schranke quer über den Weg. Davor ein Schild, wo drauf steht, die Schweiz sagt auf Wiedersehen. Nun gucken wir mal, was Frankreich sagt. Ja, schon sind wir in Frankreich, im Département Haute-Savoie. Ich hatte es irgendwann in meinen Videos schon mal gesagt, das war mal so eine fixe Idee von uns. Wir laufen mal den Jakobsweg, 3-4 Etappen. Er verläuft ja quasi in Berlin vor unserer Haustür. Und daraus ist nun so ein Projekt geworden. Diagonal durch Deutschland durch, diagonal durch die Schweiz durch und nun sind wir in Frankreich. Und werden, ihr könnt es euch denken, auch hier diagonal wieder durch. Aber die Franzosen begrüßen uns gleich mit einem Berg. Ich hab's ja gewusst. Die Kapelle Notre-Dame de la Paix wurde als Dank für die Verschonung Nédans sowie die gesunde Heimkehr von Kriegsgefangenen des Ortes im Zweiten Weltkrieg errichtet. Baubeginn war das Jahr 1945. Direkt am Jakobsweg liegend, wird sie gerne von Pilgern aufgesucht. Meine Güte, das ist hier ein Aufstieg hinter Nédans. Es stand im Buch so drin, das Streckenprofil war auch eindeutig, aber wenn du den Berg dann machen musst, dann... ja, ist er doch härter, als wie du es vorher erwartet hast. Dazu die Hitze, das ist heute unglaublich. Julchen sagt, sie hat noch nie im Leben so geschwitzt. Ja, und sie ist in Kairo geboren, das muss man hier mal anmerken. Gut, auf Halmberg, ja, da ist die Kapelle Notre Dame. Da saßen drei Damen, die dann gleich uns in Empfang nahmen. Vom hiesigen Pilgerverein, also die den Abschnitt hier, ich glaube Rhône-Alpes heißt es, betreuen. Und die sind zweimal die Woche hier und warten auf Pilger, um sie richtig mal zu verwöhnen. Ja, gab schön kühles Wasser, dazu ein schönes Gespräch. War also wirklich ein ganz, ganz netter Zwischenstopp. Gut, jetzt machen wir hier kurz Luft holen und dann geht es weiter Richtung Col de Montsion. Thank you.
Ja, das war jetzt nochmal eine schöne Überraschung und Belohnung für den harten Aufstieg. Wir haben nämlich das Genfer Becken verlassen und haben hier oben nochmal zur Belohnung einen herrlichen Blick auf Genf gesehen bei wunderbarer Weitsicht. Nochmal ganz klar diesen wunderbaren Jeteau, diese 140 Meter hohe Wasserfontäne. Aber jetzt wird es wahrscheinlich wirklich das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns an ihm erfreuen konnten. Hier oben ist auch recht schön. Ein Hochplateau, welches wir jetzt durchwandern. Kommst du ran? Bis unten durch. Na los. Und jetzt Ecke, wa? Ich ein Glück? Glück muss man haben. Danke, Julia. Ich glaube nicht. Gott, das hat mich schön berührt. Ja. Oh Mann, das war jetzt echt heftig. Es ist nur ein Kilometer, jetzt geht es Gott sei Dank bergab. Aber seit Nedon im Prinzip nur bergauf und die Hitze. Selbst die Abendsonne, die jetzt schon deutlich milder ist, die drückt noch. Also mal ganz ehrlich, ich gebe euch den Tipp, wenn er von Genf kommt, lauft nur bis Beaumont, das reicht. Gut, viel will ich jetzt nicht mehr sagen. Es war trotzdem eine sehr schöne Etappe. Aber für einen Start war das echt heftig. Wir rollen jetzt hier noch den Berg runter und dann ins Hotel. Julchen will noch einen Pool. Ich muss mir das noch überlegen. Ja, so einen Luxus haben wir heute. Aber ich glaube, ich will ihn ja nicht mehr. Gut, morgen geht's weiter. Bis dahin, macht es gut.